ist denn hier los? Krieg! Der totale Krieg! Ich kann leider... Schön, das muss ich Screenshot machen. Was hast du denn gemacht? Da lag so ein halbes, ein ganzes Dutzend von unseren Leuten an einer Stelle tot herum. Ich glaube, ich war dabei. Nee, du warst nicht dabei. Da waren nur blaue Totenköpfe, keine grünen. Achso, okay. Wo seid ihr eigentlich? Ich hoffe, seid ihr noch schon mal hier, Leute. Dann kann ich das als ich bin jetzt immer noch hier. Und jetzt reicht's mir aber, meine Freunde. Ah, wir sind gerade dabei, A zu verlieren. Also, es ist schlecht aus. Deswegen hab mir Max-Einheit genommen. Versuche jetzt mal ein paar Gegner zu braten. Ich seh nichts, das ist so viele Explosionen. Ey, hör auf, Also man sieht, der Tod ist gang und gäbe hier. Ja. Ich fühle mich wie bei der Imperialen. Wobei, wenn es bei mir gut läuft, dann lebe ich auch schon mal ziemlich lange. Also. Ja, das kommt auch öfters vor, man wird wiederbelebt und stirbt. Einer Schwindel plättet hier gerade, BÄM! Und der zweite geplättet und ich wurde selber abgenommen. Ja, das kommt vor. Oh, da fahren gerade ein Thunderer zu uns rein. Also es sieht ganz schlecht aus. Ah. Ich hab mich gerade mit Bambi. Und wenn ich auf der Minimap stehe, ist der ganze Stützpunkt von Panzern umzingelt. Also ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Wollen wir irgendwo anders da einfach reinwerfen. Also da sind so, ich kann, egal wo ich mich gerade in Deckung stelle, ich werde immer von irgendeiner Seite beschossen. Das ist gerade nicht so toll. Was hast du gesagt? Ich bin schon wieder so leise. So war es. Ich hab hier was an die Schwätze. Noch mehr ist es. Okay, wir haben es verloren. Oh, da sind voll viele der Türme. Wir müssen einfach rausgehen und dann die Granaten loswerden. Und dann kriegt man gleich ganz viele. Oder mit einer Mag-Einheit schon rein. Also, der Stützpunkt ist verloren und ich bin tot. Wo soll ich spawnen? Zur Wahn. Okay. Pumpstation. Jo. Also, irgendwie sind wir überall auf Rückzug, oder? Ja, das ist. Das kommt vor, also, aber das ändert sich auch wieder. Jo, gestern, das wollte ich jetzt endgültig mal erzählen, damit es auch die Zuschauer hören. Gestern war ich abends noch mal drinnen gewesen. Und beim vor dir war ich drinne gewesen. Und was ich dann erlebe, ich habe mich dann ein Imperium angeschlossen. Zwotteinheit angeschlossen. Stabilisiert. Und alle Truppen wurden vor Warpstation geordert und mit 20 Panzern, Flugzeugen und lauter anderen Truppen sind dann Richtung Torwarm, M-Station und Watchtower gefahren. Ja, sowas habe ich schon öfters erlebt, aber das ist dann halt auch wirklich diese geilsten Momente, die du Planet Side 2 haben kannst. Also ich hatte es bis jetzt einmal erlebt, da hatten wir ein komplett deutsches Squad und das war ein komplettes Platoon mit 64 Spielern. Das ist schon Hammer. Also für meine Zuschauer muss ich vielleicht erklären, was die Besonderheit an Planet Side 2 ist. Und zwar, erstens mal enden die Schlachten hier nicht, das ist eine persistente Welt. Die Schlachten gehen immer weiter und es ändert sich ständig die Frontlinie. Zweitens ist die maximale Spieleranzahl auf einem Server liegt bei 2000. Das macht halt schon sehr viel Fun, wenn du da so viele Schlachten hast. Christoph und bisher hatte man, glaube ich, mal eine Schlacht mit so wie 700 Spielern. Das ist aber völlig bekloppt. Das wichtigste Wort an diesem Spiel ist, das ist komplett kostenlos. Das ist keine Monatsgebühren an. Ihr müsst nichts investieren, ihr bekommt alles durch Zertifikatenpunkte wieder freigeschaltet. Alles nicht, aber alles spielrelevant. Das ist so Abzeichen und solche Sachen. Die Waffen, Kleidungszeuge. Nee, Abzeichen bekommst du auch so. Ja, stimmt, Abzeichen schon, aber. Kleidung muss man bezahlen, aber das braucht man im Spiel überhaupt. Jetzt nicht. Ja, die machen halt keinen Unterschied. Aha! Mit Scharfschützen ist vom Schuss mit vom Knie erwischt. Boah, das ist doch. Boah, warte mal. Spray. So. Und noch ein Kill. So, aufstehen. Wo seid ihr? Also, ich war hinter dir gerade. Ach, du bist tot? Ich hab Leben.
Und die scheiß Sniper hat mich gerade... Ja, ich hab den Sniper erwischt. Aber jetzt hab ich mich auch... Ich hätte das mal vorher machen können, aber ganz egal. Überteil, wo es rüber geht über die Straße, da sind welche. Ja, genau darauf habe ich ja gerade geschossen, aber die waren halt Scharfschützen und ich hatte einen MG, deswegen. Weil ich sagen muss, dass ich in dem Spiel die Scharfschützen gar nicht mal so overpowered finde, wie in vielen anderen Spielen. Ja, man braucht schon mindestens 2 Schüsse und... Ja. Oh fuck. Man kann nur mit einem Kopfschuss wirklich instant killen. Das ist, glaube ich, sogar egal, welche Waffe du hast. Weil in dem Spiel gibt es... Also es gibt eigentlich keine Waffe, die wirklich besser ist als die Standardwaffe. Es sind nur für bestimmte Situationen besser geeignet. Mhm. Das finde ich auch ziemlich cool, weil dadurch sind halt auch Veteranenspieler, die schon alles freigeschalten haben, nicht wirklich im Vorteil. Oh fuck. Soll ich einen Samurai jetzt starten? Nee, würde lieber einen Panzer oder sowas nehmen, damit wir Lightning oder sowas, damit wir die Schnipper auf der Brücke wegkriegen. Die Idioten bist du. Ich nehme mal selbst einen Schnipper hier. Ich nehme erstmal selbst einen Schnipper. Ja, ich hab jetzt aus dem Reflex wieder Heavy Assault genommen. Das war jetzt nicht so toll. Aber da kommen auch gerade ein paar Panzer, also. Gleicht sich's wieder aus. Echt? Ich muss jetzt mich erstmal kurz zur Hauptbasis bewegen, denn Mausposten kriegt man ja. Eier. Den suchst du? Nee, ich hab den Gegner gesucht. Also im Moment läuft es so durchschnittlich für mich. Ich war schon besser, aber ich war auch schon sehr viel schlechter. Wie sind denn deine Stats? Müsste ich jetzt mal nachschauen, da schaue ich eher selten nach. Ich hab irgendwo 16 Kills, also 16 Tode. Ja, ich hatte auch schon mal... Also meine Stats, 9 Tode und 0 Punkte. Oh, das ist gut. Ich hab 7 Kills und 15 Tode. Ich hab eine KT von 0,46. Meine durchschnittliche liegt so bei 0,7, 0,8. Wenn ich an der Crowd spiele, habe ich aber auch schon manchmal welche von 2 oder 3 Verteidiger schon. Das ist doch gut. Ja. Ja, ich bin aber eher schlecht im Shooter. Ich hab 8 zu 16 oder so. Also eine 0,5er. Ja. Da kommen wir gleich nichts an, ne? Ich setze mich mal in diesen Panzer hier. Das heißt, wenn mich der Panzer reinsetzen lassen würde und nicht wegfahren würde, jetzt bleib doch mal stehen. Jetzt bin ich drin. Ja, weil ist der Fahrer ausgestiegen. Ja, ganz toll. Ach, da bist du. Können wir den nicht mitnehmen? Nee, man muss die Panzer kaufen. Es sei denn, der Besitzer lockt sich aus, dann kannst du die mal Panzer übernehmen. Ich glaube, bei mir stürzt das Spiel gerade ab. Das finde ich gut, das macht wieder. Generator in Gefahr. Keine Ahnung, ich habe gerade unglaublich so 2 Frames. Ja, das kommt halt mir vor, aber du kannst dich auch wiederholen. Bei mir schützt aber in der Regel dann tatsächlich noch. Das ist abgespielt, ich bin gerade wieder drin. Game Master beobachtet das Areal. Also das heißt, es kann hier gleich sein, dass wir rausfliegen. Oh, das ist ja toll für die Aufnahme. Ja, bei mir, ich bin gerade raus. Und was, warum sollten wir dann rausfliegen? Keine Ahnung, also ich wurde hier gerade, es wurde jetzt gerade von den Gegnern auch von uns gewarnt, für uns auch nochmal gewarnt, dass Game Master jetzt hier drin ist. Ja, aber vielleicht sind hier ein paar Hacker unterwegs, wobei ich sagen muss, dass die das Hacker-Problem hier eigentlich ganz gut in den Griff bekommen haben, was wir mal hatten. Weil ich jetzt eh nicht Probleme mit Hackern habe. Mir ist noch einmal mein Panzer einfach ohne Grund explodiert, das war eigentlich das einzige Mal. Oh, und einmal hat mich ein Spieler, der offline war, immer instant wiederbelebt. Das war auch seltsam. Gut, Theo, du musst einmal hier plätzen sein. Ich komm nochmal neu rein, ja? Yep. Jo. Ist nice. Ich bin ja noch im Skype. Ja, weil ich... Ah, nein, ich wollte nicht der eigene Panzer überfahren. Zieht euch hier... Ach, Hilfe! Nein! Ah, laufen! Lauf zurück, ich weiß nicht. Bam, und der nächste ist erledigt worden. Das ist doch krass. Du sitzt denn im Lightning da, oder? Ja. Ja. Da hast du gerade den Spion, der mich messern wollte. Ja. Oh, sehr schön ist, dass man hier nicht instant messern kann. Man muss zweimal mit dem Messer treffen. Naja, außer du triffst ordentlich. Dann klappt es klappt schon beim ersten Mal. Bin eher dafür, dass das Ganze jetzt nochmal durch Warhammer ersetzt wird. Ja, das haben schon viele gefordert, dass sie sich die Warhammer-Lizenz holen wollten. Und ich bin da auch einer davon. Und das wäre ja wirklich geil. Ja, ich hab's auch mit dem Kumpel-Spiel gesagt, so, ja. Battlefield 2 ist eigentlich das Warhammer. Ja, das stimmt. Das ist das, was Space Marine hätte werden sollen.
eigentlich, würde ich mal so sagen. Deswegen ist super, das Spiel. Ich fand's ganz so toll, vor allem weil ich es nicht durchspielen konnte, ich war zu schlecht dafür. So. Was ja, nicht also, so gut, sagen wir es mal so, schlecht ist niemand. Das habe ich patentiert. Ja, bestimmt. Also bitte, ich hatte gerade 6,18, ja. Das liegt daran, dass ich so schlecht bin. Ich habe erst richtig mit Gamen hab's angefangen. Ja, also ich hatte einen Bruder, der ist 8 Jahre älter, deswegen habe ich dann schon so mit 8-9 Jahren angefangen. Ja. Mein Bruder hat übrigens inzwischen wieder aufgehört. Der spielt halt nur noch Need for Speed Schiff, Baldur's Gate, was ich auch immer noch sehr gerne spiele. Vielleicht mache ich ja mal ein LPT mit meinem Bruder dabei. Und Worms. Aber ansonsten spielt er nichts. Baldur's Gate spielst du ja ewig. Ich weiß, deswegen habe ich mir auch nicht an ein Let's Play getraut, weil mir das Projekt zu groß wäre. Oh, der öffentliche Voice Chat funktioniert heute mal. Das ist hier mal was Scheiße. Das bei mir nie. Nein! Versuche, habt ihr eigentlich dasselbe Problem, wenn ihr jetzt in einen anderen Squad seid und mit denen reden wollt? Habt ihr das Problem dass sie auch, wollt, dass sie dich nicht verstehen oder du sie nicht verstehst? Nee, ich verstehe sie ja immer, aber ich kann nicht reden, das ist... Ja, das ist, weil der Voice-Chat verbuggt ist. Oh, eine Bomber-Crew, eine gut eingespielte Bomber-Crew, wir haben verloren. Meine Mama hat mir verboten, im Voice-Chat mit fremden Leuten zu reden. Was? Was machst du da gerade? Wir könnten jetzt... Meine Mama hat mir verboten... Ja? Warte, ich komme zu euch als Leichte. Wo bin ich denn eigentlich gerade gestorben? Wahrscheinlich wegen dem Bomber. Alter, der macht ja gerade alles platt. Die sind echt gefährlich, deswegen habe ich mir nämlich auch auf Liftkopf als erstes den Luftabwehrraketenwerfer für den Heavy geholt. Was ist der? 1000 verzerrt. Da habe ich wochenlang dafür gespielt. Das ist noch ein wenig schade, dass man so lange spielen muss. Auf der anderen Seite ist es aber auch cool, weil man so nicht allzu schnell alles freigeschalten hat. Kommt, dass man die Preise ein bisschen runter senkt, damit ich auch was kaufe. Das wäre echt nett, wenn sie es ein bisschen senken würden. Aber nicht zu viel, sonst hat man es wieder zu schnell. Wenn ich wenigstens Sachen... Wenn ich die Sachen übertrage, bevor man mal einen auf den anderen... Ja, das haben sie ja vor. Ah, das Positive, man kann ja die Waffen ja für, Generator. Das ist das heißt, wenn man Bock hat, könnte man den Vorschau-Test stellen und dann könntest du mit deinem Luftabwehr hier schon herumspielen. Stimmt, eine halbe Stunde halt, ne? Das geht. Ich glaube, pro Tag eine halbe Stunde oder jedes Mal eine Aktivierung pro Nacht. Aber ich glaube, der Bomber ist schon weg. Ich werde halt so lange dann, da ich jetzt rausgefunden habe, wie man halbwegs gut fliegen kann, werde ich dann einfach mal den Jäger verwenden. Kannst du da einen Wegpunkt setzen, damit ich weiß, wo ihr seid? Ich schon einen. Wo sind wir? Wegpunkt ist 30 Meter von mir entfernt. Der müsste bei Crow. Wir 3000. Oh. Achso, damit du weißt, wo wir sind. Nein, da oben ist eine Galaxy, die ist fast voll besetzt. Das ist auch nicht so schön. Setz mal einen Wegpunkt, wo du ganz sicher vorbeikommst. Du kannst ja auch die Instant-Reise verwenden mit dem Nee, aber ich wollte mit dem Flieger irgendwas machen. Voll, weil ich gerade heute hier. Also Galaxy. Oh Mann, da wird man gleich beschossen. Das soll das ist normal, deswegen hält die Galaxy auch nicht viel aus. Also, ich habe auch schon in vielen Reviews im YouTube gesehen, dass sich viele Leute beschweren, dass der Raketenwerfer und so weiter gegen Panzer relativ wenig bringt. Das stimmt zwar, aber man muss halt auch bedenken, wenn es eine riesengroße Schlacht mit 50 Spieler ist und dann 50 Raketenwerfer haben, dann bringen dir die Panzer nichts, wenn die nach ein, zwei Raketentreffern weg sind. Ja. Deswegen halten die einfach. Du hast nur einen Einzeljäger, richtig? Was? Ich brauche so viele Schuss, um Einzeldinge zu zerlegen. Das ist unglaublich. Ich glaube, man braucht, um einen schweren Panzer zu zerlegen, von der NC, glaube ich, sogar 8 Raketen. Ja, ich hab. An deinen Schwanz ist ein Gegner und ich hab Zugang. Weißt du nicht? Das war ja bitter. Ich meine dich im Quest.